We are moving to the second part, to what we can't prove. Ja, und jetzt gehen wir aber auf den zweiten Teil, was wir eben nicht beweisen können. And I would like to start this part with the beautiful saying of Sun Tzu Miao. When the heart has no worries, the body has no limits. Und ich möchte diesen Teil mit einem sehr schönen Zitat von Sun Tzu Miao beginnen. Wenn das Herz keine Sorgen hat, hat der Körper keine Grenzen. We live in the world between heaven, which represents in our body by the Shen, and earth, which is represented in our body by the Jing. Also wir leben in der Welt zwischen Himmel, was also in unserem Körper durch das Shen repräsentiert wird, und der Erde, was in unserem Körper durch das Jing repräsentiert wird. All our life is a changing of energy and matter. Jing and Shen. Unser ganzes Leben besteht in einem Wandel von Jing und Shen. Ein Wandel zwischen Jing und Shen. The Shen belongs to unity. Also das Shen wird mit der Einheit gleichgesetzt. And the Jing for separation. Und das Jing eben mit der Separierung. If we want to look at it from another point of view, the Shen belongs to oneness, to one energy. Und wenn man einen anderen Blickwinkel einnimmt, dann ist das Shen also wirklich eine Einheit, also eine Energie. And the Jing belongs to our DNA. Und das Jing wird der DNA zugesprochen. Cancer relates to changes in the DNA. Und Krebs bezieht sich auf Veränderungen in der DNA. And relates to the most separation. Und bezieht sich also auch auf mehr auf die Separierung. And the Qi is man in the center is the movement between the Jing and the Shen. Und das Qi, also der Mensch im Zentrum, ist eben diese Bewegung zwischen dem Jing und Shen. When we do acupuncture, we move the Qi. Bei Akupunktur bewegen wir das Qi. And there is the vehicle through which we create healing. Und das ist also das Fahrzeug, womit wir die Heilung fördern. And when we look at the Shen and the Qi, we look at quantity. We look at something which is more on a belief system. It's less quantified, it's more qualified. So you mean quality, not quantity? Yeah. Okay. No. Und wenn wir uns also Shen und die Ebene von Shen und Qi anschauen, dann beschäftigen wir uns mit Dingen, die die Qualität betreffen. It's difficult to quantify inspiration or love. It's difficult. Ja, es ist also sehr schwierig, eben halt Liebe oder eben eine Inspiration wirklich zu quantifizieren. Or if patient comes after treatment, it just feels good. You know. But when we look at the Jing, we look at the material level, and there where we can achieve much clearly easier proof. Und wenn wir uns das Jing anschauen, das ist eben halt wirklich die materielle Ebene, und da ist es ganz klar, dass man da eher was nachweisen kann. From the man level, man is between heaven and earth. Also auf der Ebene des Menschen, der Mensch befindet sich zwischen Himmel und Erde. And the changes in man are to do with the changes of qi in man. Und die Veränderungen beim Menschen haben mit den Veränderungen des Qi im Menschen auch zu tun. When there is a movement up, there is a healing movement. Und wenn es eine Bewegung nach oben geht, dann gibt es also eine Heilungsbewegung. When there is a movement down, like in difficulties and in trauma, there is a potential disease creation. Und wenn es also eine Abwärtsbewegung gibt, wie zum Beispiel in schwierigen Situationen oder auch bei Traumata, dann kann also dadurch Krankheit entstehen. Therefore, when we treat with acupuncture, it's important to remember this movement. Und wenn wir also mit Akupunktur behandeln, ist es wichtig, diese Bewegungen auch sich zu vergegenwärtigen. And just to finish up with some point prescription that can be used for cancer patients. Und einfach also noch um einige Punktkombinationen noch in der Behandlung von Krebspatienten vorzustellen. We can use, for instance, points of the four seas. Wir können zum Beispiel Punkte der vier Meere nehmen. The sea of qi, the sea of blood. Also das Meer des qi oder das Meer des Blutes. The sea of water and grains. Das Meer von Wasser und Weizen.
yeah, which basically affects the nourishing of the body. Das also vor allen Dingen für die Nährung des Körpers verantwortlich ist. And the sea of marrow. Und das Meer des Knochenmarks. We live now at the 21st century when there is a lot of need for proof. Und wir leben im 21. Jahrhundert und da ist also ein hoher Bedarf eben an Nachweis oder. But the way I see Chinese medicine, I see it as the science of medicine and the art of healing. Und wie ich also chinesische Medizin sehe, ist also eine Art eben halt der Wissenschaftlichkeit der Medizin, aber auch der Kunst der Heilung. So it means we can also prove certain things, but we also involve in an art of healing. Das heißt also, dass wir also schon einige Sachen nachweisen können, aber uns trotzdem auch noch in der Kunst des Heilens bewegen. And we can remember Sun Simiao points that when there is no, when the heart has no worries, the body has no limits. Und wir können uns nochmal an das Zitat von Sun Simiao zurückerinnern: Wenn das Herz keine Sorgen hat, dann hat der Körper auch keine Grenzen. And it's especially important to remember it in cancer patient when they are really fighting for their lives. Und das ist also besonders wichtig, sich daran zu erinnern bei Krebspatienten, die also wirklich um ihr Leben kämpfen. So, from Shen to Shen, thank you very much and thank you. Ja, also von Shen zu Shen, vielen Dank und vielen Dank. Vielen Dank, thank you very much.